Dr. Henning Scharf, der Bürgermeister von Bremen. Früher als Kind wollte er Pferd werden. Inzwischen sind seine Wünsche wesentlich realistischer. Er ist auf dem besten Weg, zu einer Legende in Bremen zu werden. Er unterscheidet sich von vielen Menschen mit liebenswürdigen Gewohnheiten. Er trinkt heißes Wasser. Er löst Akten durch Handauflegen. Und er wohnt in einer Wohngemeinschaft. Wo gibt es das schon? Humor und Menschlichkeit im Amt. Das wollen wir mit dem Orden wieder den tierischen Ernst auszeichnen. Und diese beiden Attribute sind auf Ihren Leib maßgeschneidert. Der Orden wieder den tierischen Ernst, 54. Ordensritter Dr. Henning Scherf. Bitte, Herr Vizepräsident, walte deines Amtes, Rolf Lücker. Und zum Ritter gehört natürlich auch die Rittermütze, überreicht von unserem Schatzmeister Rolf Heiliger. Und nun noch eine Überraschung, an der wir wirklich tagelang gearbeitet haben. Die Ordensregeln sind in bestem Küchenlatein verfasst, damals von Carlo Schmidt. Diese Ordensregeln haben wir hier in einem kalligraphischen Meisterwerk festgehalten mit karolingischen Minuskeln und Sie sehen, das Ganze soll die Form des Bremer Schlüssels haben. Bitte hängen Sie es in Ihrem Büro auf und kommen Sie immer nach Aachen wieder, denn das ist eine der Regeln, die Sie heute im Ordenskonvent unterschrieben haben. Ja, lieber Ritter Henning, Sie haben nun alle Insignien, aber wir haben natürlich auch ein paar Geschenke. Ohne die kommen Sie natürlich nicht davon. Sie haben ein ganz berühmtes Bremer Senatorenfrühstück und das ist das Startkapital des AKV. Eine kleine Familienpackung Aachener Flümli. Ich denke mal, damit bekommen Sie ein paar Brötchen geschmiert. Ja, und Aachen ist ja nun auch Printenstadt und das ist ein schöner Gruß aus dem Hause Lamberts mit Ihrem Konterfei. Daran werden Sie lange zu knabbern haben. Herzlichen Glückwunsch und auf Ritter Henning ein Träumerkräftchen. Oche! Oche! Ritter Henning!